Hallo im Küchengarten. Schön, dass ihr mich wieder begleiten wollt bei der Gartenarbeit. Der Herbst ist da, die Tage werden kürzer. Im Garten ist noch einiges zu tun. Heute zum Beispiel möchte ich mich um meine Thaibeere kümmern. Und zwar möchte ich die winterfit machen, damit sie mich im nächsten Jahr auch wieder mit vielen Früchten erfreut. Die wächst hier am Rande meines Hochbeets Nummer 1 bei meinem Sitzplatz. Und hier haben wir aus Holz einen kleinen Durchgang gebaut und hier binde ich sie immer hoch. Das, was ihr hier am Rand seht, sind Kiwi-Pflanzen, eine selbstbefruchtende Sorte. Hier ist ein kleiner Durchgang. Ja, und der Name Thaibeere kommt von dem schottischen Fluss Tay. Dort in der Nähe wurde die gezüchtet. Das ist eine sehr resistente Sorte, eine frühe Sorte. Bei Schottland, dort ist ja sind die Witterungsverhältnisse ja ziemlich hart, schwer und kalt. Und diese Beere ist die erste Beere, die ich hier in meinem Garten ernten kann. Sie ist eine Mischung zwischen Himbeere und Brombeere. Sie hat sehr starke Stacheln, sehr aggressive Stacheln. Deswegen bin ich ausgerüstet mit Handschuhen und natürlich einer Schere. Sie schmeckt sehr herb. Aber ins Müsli und zum Backen ist sie wunderbar. Ich freue mich jedes Jahr, wenn diese Beere als erstes zum Naschen ist und das erste süße, fruchtige Erlebnis aus meinem Garten bietet. Und hier am Rand, auf der Seite, wächst die Thaibeere heraus. Und jetzt kann man schon schön erkennen, zwischen den diesjährigen Trieben, die sind hier verholzt und vertrocknet, und hier ist ein frischer Trieb, der im nächsten Jahr Früchte tragen wird. Hier sieht man den Unterschied wirklich noch mal sehr gut. Hier sind die Äste vom letzten, also von diesem Jahr, ganz vertrocknet, und hier neu, saftig und grün, die neuen, die frischen Triebe, die ich fürs nächste Jahr aufbinden möchte. Ich starte damit, dass ich die ganzen alten, verholzten Triebe bodeneben abschneide. Mit Hilfe. Hey, pass auf! Na, da werde ich heute ziemlich gut weiterkommen, ich sehe das schon. Boah, das sticht doch! Nachdem das geschafft war, ging es dann an das Aufbinden der neuen frischen Triebe. Ich sag's euch, das war vielleicht eine Futzelei, und unbedingt die Handschuhe dabei verwenden. Denn diese Stacheln der Thaibeere sind unglaublich fein und haken sich sofort in der Haut ein und sind nur ganz schwer wieder herauszubekommen. Gleichzeitig habe ich die Füße der Beere vom Unkraut befreit, und später werde ich dann auch noch eine gute Schicht Pferdemist oder Kompost drüber geben, damit sie im Winter geschützt sind und im nächsten Jahr gut durchstarten können. Außerdem wollte ich euch hier ein Update zu meinem Winterspitzkohl geben. Der hat sich wirklich toll gemacht, und obwohl diese kleinen Ackerschnecken hier in meinem Hochbeet Nummer 3 immer noch aktiv sind, man sieht das hier an den Blättern, an den äußeren, die immer noch zernagt sind, hat der Spitzkohl sich gut erfangen und bildet hier drinnen schon schöne Köpfe. Ich gehe auch ab und zu in der Früh durch, nachdem ich die Enten rausgelassen habe, und
überprüfe, ob sich hier im Inneren kleine Schnecken verstecken. Meine Süßkartoffeln, die ich in Töpfen ziehe, stehen wirklich noch gut da. Ein paar gelbe Blätter sind schon zu sehen. Warte jetzt jedoch noch ab. Und wenn es nicht allzu kalt wird, lasse ich sie noch wachsen. Man sieht schon ein Ergebnis durchblitzen, aber da kann ruhig noch etwas an Wachstum kommen. Hier habe ich nochmal zwei, nein, eigentlich sind es sogar drei Pflanzen, die schauen auch noch wunderbar aus. Hier scheint auch die Südsonne drauf. Hier neben meinem Malabarspinat und den herrlichen Brombeeren, meinem Rhabarber, wächst hier die Zitronenmelisse. Da ist mir eine eingegangen. Diese habe ich in diesem Jahr neu gepflanzt. Zuerst wurde sie von Schnecken komplett heruntergefressen. Und jetzt auf den Herbst hinzu hat sie wirklich wunderschön Gas gegeben. Die werde ich jetzt ernten und daraus einen herrlichen Zitronenmelisse-Sirup machen. Meine Jungs trinken nämlich wahnsinnig gern Sirup. Und was ist da besser als der selbstgemachte? Nachdem der ganze Busch hier abgeerntet ist, habe ich wieder einen Blick auf den darunterliegenden Boden, entdecke hier gleich ein paar Übeltäter, die an meine Enten gehen. Einiges an Unkraut, das kann ich jetzt hier auch entfernen, um der Zitronenmelisse wieder Platz zu machen. Und hier unter diesem riesigen Rhabarberblatt hat sich auch jemand versteckt. Werde ich auch einsammeln. Hier tut sich während den Brombeeren gütlich. Frühstück für meine Enten. Die Zitronenmelisse bedecke ich dann mit Wasser und lasse sie für 24 Stunden an einem warmen Ort zugedeckt, damit sich keine Insekten darüber hermachen, rasten. Danach abseihen und zu Sirup weiterverarbeiten. Wenn euch das interessiert, wie ich Sirup herstelle, dann verlinke ich euch oben gern ein Video. Dort ist es zwar Orangensirup, aber ich gehe immer nach demselben Prinzip vor. Ich danke euch sehr fürs Zusehen und fürs Mitkommen in meinen Garten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen rauf da oder abonniert meinen Kanal, damit ihr auch meine folgenden Videos nicht verpasst. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und hoffe, dass wir uns auch nächsten Mittwoch wiedersehen hier im Küchengarten. Bis dann!